Rund 40 Bücher spenden die Wirtschaftsjunioren und die Stiftung Lesen den Kindern der Kinderkrebsstation an der Universitätsmedizin Mainz. Für Lesebotschafterin Gundula Gauser eine Selbstverständlichkeit, diese Aktion vor Ort mit einer exklusiven Vorlesestunde zu unterstützen. Ich finde es klasse, dass die Stiftung Lesen und die Wirtschaftsjunioren diese Kooperation eingegangen sind. Die jungen Patienten kleben förmlich an ihren Lippen, wenn die Profi-Nachrichtensprecherin aus den gespendeten Büchern vorliest. Das Vorlesen, eine gebräuchliche Sitte in bundesdeutschen Haushalten, sollte man meinen. Aber oftmals ist das eben nicht so. Stiftung Lesen macht bundesweit Leseförderprogramme, gerade für Kinder, die halt wenig lesen. Interessanterweise wissen wir, 86% aller Eltern sagen, Lesen ist wichtig, aber nur die Hälfte von denen liest tatsächlich vor. Die gespendeten Bücher sind ein Überbleibsel der Bundeskonferenz der Wirtschaftssenioren im vergangenen Jahr und eine sehr willkommene Ergänzung des Freizeitangebotes auf der Station A2. Es gibt halt Mitglieder der Wirtschaftsjunioren, die sich sowieso schon bei der Kinderkrebshilfe engagieren. Und über den Kontakt kam halt die Überlegung, die könnten die Bücher gebrauchen. Daraufhin habe ich die Stiftung Lesen gefragt, seid ihr einverstanden, dass wir das der Kinderkrebshilfe geben? Habe den Professor Faber gefragt, könnt ihr Bücher gebrauchen? Und so kam das dann zustande. Aber mit einer einmaligen Bücherspende wollen es die Wirtschaftsjunioren nicht bewenden lassen. Die Pläne gehen deutlich weiter. Es wird so sein, dass die Stiftung Lesen und Wirtschaftsjunioren etwa einmal im Monat zu uns in die Abteilung kommen und den Kindern Geschichten vorlesen über eine lange Zeit. Darauf freue ich mich sehr und bin auch sehr dankbar. Den Kindern hat die Aktion natürlich am besten gefallen. Sie freuen sich schon jetzt auf die regelmäßigen Lese-Events mit den engagierten Jungunternehmern.